Truppen einfach alle dorthin ziehen und dann haben wir dort ganz schön ausgeschissen. Also ich wäre der Meinung, wir sollten wirklich von allen Eckpunkten im Prinzip, also von hier, ja, von den beiden Punkten, die du eh schon gesagt hast, Nordosten und Südwesten. Ja, stimmt, das. Von hier ungefähr angreifen, weil dort sind jeweils immer so quasi kleine Landbrücken, wo man auch ohne über eine Mulde zu müssen durch kann. Einige Truppen müssen dann halt tatsächlich durch die Mulde laufen, aber da kann man halt nichts dagegen machen. Aber je weniger Truppen wir insgesamt halt dort hinschicken, desto weniger schlimm ist auch diese Mulde. Das wäre jetzt zumindest so mein Gedanke. Ja, das einfach ist. Ich habe die anderen Mulden nur gar nicht gesehen, deswegen. Achso, okay. Übrigens habe ich neulich gesehen, hat jemand in den Kommentaren gefragt, was denn besser sei, Fall of the Samurai oder das normale quasi Shogun 2, worauf wir beide geantwortet haben, dass wir Fall of the Samurai noch nicht gespielt haben. Das werde ich bald ändern, denn heute gab es bei GameStop gab's Fall of the Samurai sehr ermäßigt, ich glaube für 8,74 €. Da habe ich doch gleich mal zugeschlagen. Und dann werde ich mir das mal demnächst auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und wenn es jemanden interessiert, kann ich dann gerne ein bisschen dazu dann was schreiben, was sagen, wie auch immer. Und wenn es niemanden interessiert, dann entschuldigt, dass ich euch gerade diese 10 Sekunden eures Lebens gekostet habe. Ich denke, das lässt sich verschmerzen. Ich denke doch auch. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Truppen so aufgestellt, wie ich das haben wollte. Okay. Das heißt, ich überschreibe dir jetzt mal den Teil, der von Norden kommt, komplett. Mhm. Zack. Damit ziehe ich mich wieder geschickt aus der Verantwortung. Naja, du hast ja trotzdem noch immer den Großteil der Armee, also. Ja gut, die Bogenschützen weiß ich noch nicht genau, was ich mit denen mache, aber ich habe da schon so eine Ahnung. Und ich teile das jetzt auf jeden Fall mal in zwei Armeen ein. Zwei so Truppen. Dass ich dann gleich mit einem Tastaturklick immer hin und her wechseln kann. Und wenn du dann bereit bist, dann einfach Bescheid sagen. Ja, ich denke, da lässt sich jetzt. Das hätte ich gerne getauscht. So, passt. So, und er hat alles eigentlich in deiner Richtung. Wie ich es eigentlich erhofft hatte. Ja, na toll. Nee, weil dafür habe ich jetzt eben meine Bogenschützen abgestellt. Ah, okay. Die jetzt für dich supporten. Ja gut, also ich warte auf jeden Fall mal ein bisschen, bis du vorgelaufen bist, bis du deine Truppen ein bisschen gezogen hast. Ja, wie gesagt, sobald ich in den zweiten Ring vorgedrungen bin, würde ich sagen, startest du deinen Angriff, weil bei mir habe ich praktisch jetzt gar keine Gegenwehr. Okay. Wenn du mal schaust. Also, da kann ich sogar den General mitklettern lassen. Mal vorsichtig vormarschieren. Ja, ich lasse gerade auch marschieren, weil hier brauchen wir echt alle Kräfte unserer Leute. Die dürfen nicht ermüdet sein, wenn sie da in den inneren Ring. Oh, sie ziehen was ab. Sie ziehen die Yariya Shigaru Garnison ab. Naja, die wird ja hoffentlich von meinen Nodachi-Samurai abgeschlachtet werden. Ja, das sollte doch gehen. Also ich denke, hier wird allgemein eigentlich eher keine große Herausforderung auf uns warten. Ist das Nodachi jetzt eigentlich die Waffe? Das ist eine gute Frage eigentlich. Weil es heißt, es wird ja immer die Waffe zuerst erwähnt und dann der Einheitentyp. Du
Immer wäre ich mir gar nicht sicher. Also, es kann schon sein, dass Nodachi in dem Fall eher der Kampfstil ist. Da habe ich mir bis jetzt. Weil es ist ja eigentlich ein zweihändiges Katana, was die da in der Hand haben. Also, an sich sieht es nicht wirklich anders aus, die Waffe, als ein normales Katana. Ja, können ja mal gerne unsere Zuschauer, wenn sie da eine Ahnung haben, können sie ja gerne mal was dazu schreiben. Würde mich nämlich jetzt schon eigentlich jucken. Ah, zwei meiner Nodachi-Samurai sind in den Tod gestürzt, aber das ist zu verschmerzen. Ach, du bist schon am Klettern. Ja, ich bin schon drin im ersten Ring. Na super, sag doch was. Ah, und meine Truppen stehen jetzt unter Beschuss. Ich hoffe, meine Bogenschützen sind in Position. Ja, sie sind in Position. Die dürfen dich jetzt nämlich unterstützen hier von der Seite. Sehr schön. So, meine Truppen beginnen gleich das Klettern. Und damit beginnt es. Dann beginnt es also. Dün, 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 dün. Ja, genau. Ja, Helms. So oder so ähnlich. Helms Klamm. Ja, ja, schon klar. Hui! Hübsch. Interessant, dass die trotzdem noch standhaft sind. Ich wär's nicht mehr. So, die Naginata-Samurai kommen jetzt und machen kurz einen Prozess mit den Bogenschützen, habe ich gehört. Ah, da rennen sie, Feiglinge. Sie rennen mit den Bogenschützen raus vor die Stadt. Geil. Guter Busen. Ich glaube, sie haben sich's anders überlegt. War aber auch eine ganz schön dumme Idee. So, meine Nodachi-Samurai hier zum ersten Mal im Einsatz. Ja, und sie machen kurzen Prozess mit den Yari-Ashigarus. Sehr gut. Hey, von meinen Naginata-Samurai ist tatsächlich noch keiner runtergefallen. Ja, bei mir sind ein paar leider gestürzt, aber... So, mein General kann jetzt auch ganz entspannt reinreiten, weil ich jetzt das Tor eingenommen habe. Hattest du gerade auch Kurzstandbild? Ganz kurz, ja. Ja, sehr merkwürdig. Naja, läuft ja wieder. Wah, Feuerpfeile. Los, macht sie fertig. Okay, also ihr Samurai-Gefolge ist gebrochen. Das hatte ich doch gehofft. So, als nächstes sind die Onabushi dran. Ich lasse bereits zwei Katana-Samurai-Bataillone hochklettern. Um mit denen ein bisschen spielen zu dürfen. Ich sehe sie, die Kriegerweiber. Ja, ich bin ja mal sehr gespannt, wie die sich machen. 45 sind's, also so wie das Samurai-Gefolge. Ich fürchte fast etwas stärker als das Samurai. Ja, okay. Nee, sie sind schon gebrochen. Feiglinge. So viel zu den Kriegerweibern rennen weg, sobald ein paar Katana-Samurai da sind. Mann, jetzt hatte ich gehofft, die endlich mal in Aktion zu sehen. Stattdessen lassen sie sich abschlachten. Und die Yari-Ashigaru-Garnison stürmt auf meine Nodachi-Samurai zu und... Jawohl, ja, im Ansturm sind meine Nodachi-Samurai unbezwingbar. Ja, leider im 1 gegen 1 Kampf dann nicht mehr so stark, also... Nee, da sind sie dann eben verwundbar. Aber trotzdem, mit den Yari Ashigaru machen die dennoch kurzen Prozess. Ja, davon gehe ich doch auch mal aus. Da hilft nicht mal der Bogenschützenturm, der noch schießt. Ja, ich habe kaum Verluste gemacht. Also das Einzige, was wirklich gelitten hat, ist dieses eine Nodachi-Samurai-Bataillon, das jetzt immer die Tore einnehmen durfte und immer gegen die Yari Ashigarus kämpfen durfte. Ich schmoll die Onabushi ab.
dann noch. Wir haben ihren Turm eingenommen, mein Lord. Schickt einfach mal den General hin. Ich nehme jetzt die Festung ein, so sieht's nämlich aus. Naja, nimm halt schnell kurz vorher den Bogenschützenturm ein, dann verlierst du keine Truppen mehr. Tut dir nicht weh, kostet dir nichts. Entscheidender Sieg, dies ist zweifellos ein großartiger Sieg. Die Feinde sind tot oder rennen um ihr Leben. Sehr fein. Ein bisschen stört, dass es hier drinnen sehr warm ist. Ich mag es ja eigentlich warm, aber ich komme mir gerade vor wie in einer Sauna. Ich ziehe mich mal aus. Also, mein Pulli ziehe ich mal aus. Versprich uns, dass du nicht jetzt ein Infovideo drehst. Aber was, jeder will doch mein Sixpack sehen. Selbstverständlich. Und natürlich friedlich besetzen. Da war offensichtlich ein Metzger in der Festung. Provinz erobert Itzu. Überraschung. Sehr starker Widerstand gegen Invasoren, aber wir haben ja eine riesige Armee, die das verhindert. Warum hast du jetzt die Belagerung vom Hafen abgebrochen? Weil ich die Agenten an Land schicken will. Ah, okay. So, jetzt belagere ich wieder. Mit dem Ninja kümmere ich mich um den Metzger. Oh, okay, Erfolgswahrscheinlichkeit 15%, das... Richtig, mit dem immer Mönch ist bester Counter gegen Metzger, Ninja gegen Mönch und... Metzger gegen Ninja. Was braucht man denn? Epische Architektur braucht man, um eine Zitadelle... Oh, eine Zitadelle kostet 10.000. Bietet aber auch eine gute Garnison, also... Ja. Ja, ich würde mal sagen, das hat jetzt die Itzu schwer getroffen, dass sie ihr Gold vorkommen. Und es ist schon ein Goldminenkomplex, das ist, glaube ich, die höchste Ausbaustufe. Ja, sollte es zumindest sein. Dann wird es Zeit, den Hoyo ein für alle Mal zu vertreiben. Der bekommt jetzt aufs Maul, während der Satomi den auch ganz gut auseinander nimmt. Nächste Runde bin ich in Shimotsuke einfallen, dann falle ich da genau im Winter zwar ein, aber ich schaffe es, wenn ich schaffe es im Winter einzunehmen. Ja. Was macht der Hoyo? Bietet er mir den Frieden an? Nein, er belagert meinen Hafen. Ja, das macht der Shimazu bei mir auch mal wieder. Soll ja nicht langweilig werden. Ja, wäre es ja schon fast geworden. Aber echt, hey. Find's total langweilig, wenn niemand meinen... Ich find's total langweilig. Jetzt bietet mir der Satomi Frieden an. Oh, ich sehe gerade, der Ikuiki hat ein Gebiet vom Hoyo eingenommen hier. Musashi. Ja, er bietet dir Frieden an, weil er jetzt gleich im Arsch ist. Ja, ich weiß, da bin ich aber auch sehr zufrieden damit. Da gleich handeln, auch noch mit. Schadet ja keinem. Wieder ein bisschen Einkommen reingefahren. Sehr gut, mein Herr. Hafenblockade, wen überrascht's? Niemanden? Deine weitere Flurneuanordnung kann gebaut werden, sehr schön. Kannst du dir schon mal merken, dass hier ein paar Wokau-Piraten rumsitzen? Ja, ich weiß, um die wollte ich mich ja eigentlich gleich kümmern. Und einige Hoyo daneben. Ja, die belagern meinen Hafen, aber das sind nur Handelsschiffe größtenteils. Ah, okay. Also klatsche ich entweder erst die Hoyo oder erst die Wokau-Piraten weg. Aber ich kümmere mich definitiv um beide. Sehr gut. Ich frage mich eigentlich, wonach das bemessen wird, wer zuerst von uns beiden immer drankommt. Weil beim letzten Mal war es ja so, als ich die Shimazu gespielt habe, dass ich zuerst immer dran war. Ich glaube, das wird irgendwie von West nach Ost, ja. Beziehungsweise Süd nach Nord. Die Karte ist ja ein bisschen gedreht. Wenn man es auf der Weltkarte anschaut, ist ja Japan eher von Süd nach Nord ausgerichtet. Stimmt, ja. Aber ich denke auch, dass das so eher ist, ja. Ja, weil da ich da Shimazu gespielt habe.
Und jetzt die Date, die am Arsch sitzen. Ja, dann hoffe ich mal, dass das Gebiet, das der Hoyo da noch hat, nicht gut verteidigt ist, weil dann kann ich mir das jetzt einfach snacken. Es sei denn, der Ikuiki ist da schon auf dem Weg hin, was ich nicht denke. Weil der jetzt gerade erst was eingenommen hat. Ja. Der Ikuiki hat auch Kusuke eingenommen. Ich habe so das Gefühl, dass ich bald Probleme bekommen werde mit dem. Ja, das...